Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um den IHC 23. Und ja, heute in meinem neueren Stil, ein bisschen Vlog, also nicht zu sehr technisch, sondern mehr im Vlog-Stil. Also bis gleich nach dem Intro. So, wie vorhin schon erwähnt, machen wir heute mehr so Art Vlog-Style bzw. erzählerisch. Es gibt heute kein technisches Video. Und zwar dachte ich, ich melde mich mal wieder wegen meiner Community bzw. meiner Follower. Ein paar Updates zum IHC 523. Der 523 hat im Moment bzw. der TÜV steht an. Bin gerade dabei, jetzt noch die Hupe einzubauen. Da die Hupe nicht geht. Beleuchtung habe ich schon geprüft, funktioniert alles. Auch die Beleuchtung am Anhänger funktioniert. Auflaufbremse habe ich jetzt noch gereinigt, geschmiert und gefettet. Zu der Auflaufbremse am 3-Seite-Kipper. Da werde ich jetzt noch demnächst ein Video bringen. Die Auflaufbremse fährt relativ weit rein. Wird für den TÜV noch soweit in Ordnung sein. Und ja, da werden wir dann da drin den Gummipuffer ersetzen und die komplette Auflaufbremse wieder instand setzen. Bremse tut er wie Hölle, der Hänger. Das tut er schon immer. Also Handbremse ist super, Auflaufbremse ist super. Nur, wie gesagt, die Gummipuffer sind inzwischen kaputt. Gut, bei dem weiß ich jetzt nicht genau, ob noch ein Stoßdämpfer drin sitzt, beziehungsweise so ein Gasdruckdämpfer. Sehe ich aber erst, wenn ich ihn zerlege. Und ja, wie gesagt, da folgt noch ein Video drüber. Und jetzt so am 523. Neulich hatte ich ihn, normalerweise steht er immer in der Halle, aber neulich stand er draußen. Und da hat es dann ziemlich heftig gestürmt. Wie ihr seht, ja, hat sich da das Seiteteil aufgelöst. Das werde ich jetzt noch mit dem Tapetenmesser rausschneiden. Und leider habe ich heute keinen Kameramann, sonst könnte er das filmen, wie ich das rausschneide, dabei. Und ja, wie gesagt, das schneiden wir jetzt noch raus, dass das nicht so ein Franze da hängt. Da werde ich über kurz oder lang, habe ich eine Adresse aufgetan bei uns in der Gegend, die solche Teile neu nähe. Und da werden wir uns ja eventuell beide Seiteteile neu gönnen. Beziehungsweise habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht sogar hier mit Blech ein Standardfenster einbau und dementsprechend dran montiere. Dann, weil das Problem ist immer, das vergilt ja mit den Jahren. Und wenn man dann rausschauen will, nach dem Verkehr, links, rechts schauen, ist immer sehr schwierig, ne, wie ihr seht. Gerade wenn das Wetter noch schlecht ist, sieht man da gar nichts. Und deswegen bin ich echt am Überlegen, ob ich da nicht sogar wirklich stabile Seitenwände dran mache und richtige Glas-Einsätze, Sicherheitsglas-Einsätze. Ist noch in Überlegung. Ihr könnt ja mal unten kommentieren, was ihr besser findet. Ich muss auch mal fragen, was diese Teile kosten, wenn die neu genäht werden. Ja, aber da halte ich einfach am Laufenden. Wie gesagt, es geht jetzt noch um die Hupe. Und dann danach fahre ich zum TÜV und mache eine Abnahme. Und dann dürfte der gute IHC wieder 2 Jahre springen. Ja, im Moment machen wir relativ viel Holz, weil es steht ja angeblich eine Gaskrise bevor. Und aus dem Grund habe ich gesagt, alles Holz, was mir draußen habe, im Wald sitze, fahre ich jetzt alles nach Hause. Weil was ich sehe, wird auch nicht geklaut oder beziehungsweise ich merke es dann gleich. Und ich denke, wenn die Gaspreise steigen sollten, vielleicht wenn es wieder mal älter ist, sage ich jetzt gleich dazu, wir haben jetzt das Jahr 2022, Entschuldigung. Und ja, mit dieser Gaskrise weiß man noch nicht so genau, was im Winter auf uns zukommt. Wie gesagt, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir alles zu 100% mit Holz heizen. Aber ich denke, wenn die Gaspreise steigen sollten, dann haben wir einfach das Problem, dass
vermutlich, das ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir, dass natürlich der Holzklau im Wald wieder losgeht. Weil ich habe schon mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute wieder sich kleine Kaminöfchen einbauen. Und das sind aber alles Leute, die mit der Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft noch nichts zu tun hatten und uns jetzt ans Leben schwer machen, die schon immer nach den Wäldern geschaut haben und aufgeräumt haben. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall alles, was man zu Hause hat. Ich habe jetzt da vorne eine Reihe Sitze, das ist ein Jahr. Dann davor seht ihr noch eine Reihe, eine angefangene, die muss ich noch zwei Anhänger holen. Dann wäre das wieder ein Jahr. In einem Haus habe ich noch zwei Jahre sitzen, also wir wären für vier Jahre safe. Draußen habe ich noch 50 Meter Langholzsitze. Ich hoffe, wenn es lang ist, dass sie nicht dran lange. Ist aber auch relativ schwer dran zu kommen. Also man muss auch wissen, wo es sitzt. Okay, also ja, viel Gelaber ums Holz. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt eine gewisse Unsicherheit da inzwischen. Und man weiß nicht so genau, was auf uns zukommt. Und ja, alles, was ich zu Hause habe, habe ich in Sichtweite. Ne? Also auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt bauen wir noch die Huppe ein. An dem guten Stück. Mal noch kurze Probefahrt. Und ja, dann geht's. Achso, wenn die Huppe eingebaut ist. Ich habe jetzt auf die Schnelle, da war eigentlich, normalerweise sind ja die bei der IHC diese kleinen Tröten da verbaut, ne, da vorne. Und bei mir war jetzt ein Tieftonhorn drin. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht besorgen können. Ich habe jetzt wieder, ja, eine Zubehörtröte. Ich will aber jetzt auf die Schnelle, mache ich halt wieder so ein Teil rein. Und ich will aber dann bei Gelegenheit vielleicht von Bosch so ein Doppeltonhorn, dass das halt schön laut ist, einbauen. Beziehungsweise auch wieder ein richtiges Horn, Tieftonhorn drin habe, weil das sich einfach ja, ein bisschen besser anhört, wie das Geschrupp von den besseren Türklingeln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, ist es halt nicht original, aber was soll's, in dem Fall ist ja nur die Huppe. Weil normalerweise ist es lieber, wenn alles original ist, na, wie ihr seht. Und was ja auch noch folgt, bin im Moment echt auf der Suche oder beziehungsweise vehement auf der Suche nach einem Frontlader. Ich habe gerade einen im Auge vom 724, auch schon komplett umgerüstet mit Gerätebetätigung und so weiter und Joystick, alles wird komplett mitverkauft. Muss mal gucken, ob ich da dran komme. Preis geht sogar. Und dann kriegt der Gute hier seinen Frontlader mit hydraulischer Gerätebetätigung. Gut, wenn ich jetzt das Ding nicht schießen kann, dann, ja, wie gesagt, kommt ein normaler Frontlader dran und die hydraulische Gerätebetätigung wird nachgerüstet, beziehungsweise die Schweißarbeiter. Dann nehme ich euch da natürlich überall mit, ne? Ganz klar. Ja, so viel dazu. Ich schraube jetzt geschwind. Wie gesagt, ich habe meinen Kameramann nicht da. Der könnte dann da so schön reinhalten. Aber wie gesagt, ja, mein Sohn ist im Moment an der Ostsee und deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem Filmen. Aber das gute Stück wäre jetzt eingebaut. Muss hier oben noch ein bisschen das Blankschliffene wegen der Masse. Da geht ja ein Massekabel hoch. Muss ich noch geschwind ein bisschen mit Wachs behandeln. Und hier seht ihr die alte. Wie gesagt, original gehört ja eine andere rein. Und ja, die hat jetzt ihren Geist aufgegeben. Ja, wie gesagt, jetzt halt so eine normale Tröte. Und ja, wenn ich dann einmal wieder so ein Horn verbaue, dann machen wir wieder ein Video drüber. So, das war das. Aber wir können es einmal geschwind anschmeißen, dass ihr sie hört. Einmal. Ja, also kleine Blechtröte. Da jetzt noch geschwind Reifenluftdruck überall prüfen. Ja, und dann geht's ab zum TÜV.
So, jetzt mit dem schön geeichten Druckluftprüfer. Ich bin jetzt gerade zurück vom TÜV und der IAC hat bestanden, tadellos, ohne Mängel und der Anhänger auch ohne Mängel. Ich laufe jetzt gerade mal noch drum rum, wo man nochmal einen Überblick kriegt von dem Fahrzeug. Und ja, jetzt fahre ich ihn dann noch in die Halle, nehme ich euch auch gerade noch mit. Also. Ja, wie gesagt, der IAC hat wunderbar bestanden, ohne Mängel. Das Fenster des Haus geschnitten. Ich wollte noch ein paar Videos, wie vorhin erwähnt, dann gucken, was wir machen. Genau. Und als Seitekipper, der hat auch tadellos bestanden, ohne Mängel. Ja, und jetzt fahre ich noch, kurz in die, Halle und stellen ab, weil wir fahren in drei Wochen circa in Urlaub und ja, habe noch einiges zu richten. Müsste eigentlich noch zwei Fuhre Holz holen, aber mir reicht einfach die Zeit nicht. Also dann fahren wir in die Halle. So Leute, jetzt steht der IHC 5320 wieder in seiner Halle. Schön aufgeräumt und trocken. Ja. Ja gut, da stehen noch meine anderen Schätze. Die zwei Audis inzwischen. Beide. Der eine ist Baujahr 82, der ist Baujahr 2000. Youngtimer, Oldtimer, naja, wie es halt so ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Vlogstyle euch einigermaßen gefällt. Könnt ihr unten kommentieren. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Weitere Videos verlinke ich oben rechts. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Also bis denn. Ciao. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke,